Sieht auf jeden Fall schmerzhaft aus. Ah, puh. Und ich wollte was schneiden. Was starrst du mich so an? Oh, sehen Sie, es ist schon 8 Uhr. Haben Sie schon was gegessen? Nun eigentlich. Ich habe im Restaurant im 11. Stock einen Tisch reserviert. Wir sind die Beste. Lassen Sie uns doch zusammen dinieren. Das klingt wunderbar. Dinieren. Nicht abgefahren. Ja, normalerweise kannst du nur runterschlingen. Anananana. Ich nehme einen Kindermittagsteller. Pörli, wir gehen zum Abendessen, nicht zum Mittagessen. Warum versuchst du dein Glück nicht mit einem Kinderabendteller? Okay, dann nehme einen Kinderabendteller für mich. Wollen wir dann hochgehen? Immer doch. Nach einem schönen Arbeit, ja, nach einem schönen Abend warteten wir alle auf die Eröffnung der Ausstellung. Es war wundervoll, Frau Andrews so glücklich zu sehen. Aber keiner von uns hatte geahnt, dass am nächsten Tag etwas derart Schreckliches passieren würde. Lass mich raten, Adrian tot. Nee, das hoffe ich mal nicht. Naja. Das ist meistens, wenn ein Charakter in zwei Stories auftaucht, dann ist es. Okay, warum erwischt es Maya nicht? Ja, na, die ist zu süß. Nick, das ist gleich schrecklich! Ja, ich putze ja gleich das Klo, Mensch. Was zum? Du putzt ja schon wieder die Toilette! Oh mein Gott! Ich wusste gar nicht, dass du so ein Toilettenfernseher hast! Jeder hat so seinen Fetisch. Warum nickelst du mich hier nach diesen hier? Also wirklich? Lass mich in Ruhe, okay? Mein Hirn hat gerade zum fünften Mal auf Schlummern geschaltet. Ich schalte mal den Fernseher ein! Gerade sind die neuesten Meldungen zu dem aktuellen Schatzraub eingegangen. Basierend auf Hinweisen vom Tatort äußerten die Behörden die Vermutung, das sei das Werk des berüchtigten Diebes von Thomas de Musk. Sieht ja sehr auffällig aus, der Jutta. Ja. Mit Musk die Maske? Laut eines Sprechers bekam Lordly Taylor vor einigen Tagen einen Drohbrief. Oh. Das ist der fünfte Raub des Diebesphantoms, der es nur auf seltene Schätze abgesehen hat. Lordly Taylor, Moment mal. Nun, Nick, was wirst du unternehmen? Erstmal die Kloschüssel schrubben. Also nein. Sag es bloß nicht schon wieder, die Toilette zu schrubben. Ich schwöre, ich wusste doch jetzt nicht, dass das kommt. Das glaube ich dir nicht. Jedes Mal. Ach, lustig. Schatz, Lordly Taylor, du meinst doch nicht etwa... Ja, steh auf, Nick, es wurde gestohlen. Und Maske, die Maske. Schluck, unser wertvollster Schatz. Der eine Ring? mein Schatz. Die heilige Urne von Corrin wurde gestohlen. Ach so, na dann. Was? Du Schande. Kaputte Ding will doch eh keiner. Anscheinend doch. Alter. Frisch bitte mein Gedächtnis etwas auf. Was ist das für eine heilige Urne? Das ist nur der wichtigste Schatz von Kurain, nichts weiter! Ich glaube, ich brauche schon etwas mehr Details. Wie mal, die ist hier auf diesem Poster zu sehen. I am. Ja. Weißt du denn nicht mehr, was da drin ist? Die Urne enthält eine sehr wichtige Seele. Na, in Spiegelschrift würde ich sagen Mia. Oder Mai. Ja. Oder Miam-Miam. Wenn man es sieht. Die Seele der mystischen Amy Say, der Begründerin der Kuraine Beschwörungstechnik. Alles ist aus. Stimmt's, Pearlie? Oh ja, das stimmt. Moment mal. Ich dachte, auf der Urne steht der Name Army. Schaltet ihr das jetzt echt auf? Was ist da los? Ja. Jetzt steht da I am.
Hast du eine Ahnung, wie das passiert ist, Pearlie? es gibt Dinge, die sollte man auf sich beruhen lassen, nicht wahr, Nick? Ja, wir wissen ja warum. Ja. Das stimmt, vor einem Jahr gab es einen Mord an Mayas Heimatort Kurai. Die heilige Urne, sie war damals ein wichtiger Hinweis in jedem Fall. Deshalb ist sie jetzt auch unser Gerichtsakt. Wir haben es gefunden. Können wir sie wieder zurückgeben. Ach, das ist was schrecklich. Ich wurde festgenommen mit allem, was dazugehört. Ja, schon zum zweiten Mal. Ja. Ja, vor einem Jahr, der Mord in Kurain. Ein Mann wurde während einer von Mayas Geisterbeschwörungen ermordet. Und diese Urne entpuppte sich als entscheidender Beweis ihrer Unschuld. Herr Nick? Ja, zu dir komme ich auch gleich. Würdest du ihm das ausmachen, der mystischen Maya nichts davon zu erzählen? Sie haben es versprochen. Sie wollten niemand sagen, dass ich die Urne zerstört habe. Ja, deshalb sagst du es ja auch, während sie daneben steht. Ja, ist sehr vernünftig. Ach ja, stimmt. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, auf dieser Urne stand eigentlich Amy. Bis Pearl sie versehentlich in 1000 Stücke zerspringen ließ. Sie hat versucht, sie heimlich zu reparieren. Tja, es blieb beim Versuch. Tut mir leid. Kunst und Werken sind nicht meine Stärken. Aber Reimen, Rechtschreibung auch nicht. Wie auch immer, das ist das Ergebnis ihrer Kleberei. Sie hat die Scherben falsch zusammengesetzt und jetzt steht statt Amy eben IM drauf. Obwohl ich mich frage, wie es trotzdem zusammenhält. Ja, das dürfte eigentlich gar nicht passen. Vor allem, ja. Wenn man sich anguckt, wo das I ist, die Scherben sind total unterschiedlich geformt. Aber egal. Mhm. Ich kann es nicht fassen, dass das erst jetzt nach einem ganzen Jahr bemerkt wurde. Ich kann es ja da kaum glauben. Und sie merkt davon nichts. Natürlich nicht. Hölle. Na gut, auf zur Hauptausstellungshalle. Gut, mal sehen, ob wir ein paar Hinweise finden, die uns zum Bösewicht führen. Aber es sieht so aus, als wäre alles in Ordnung. Ja. Sieht eigentlich genauso aus wie gestern Abend. Bösewicht! Bestimmt. Hey, hören Sie auf, hier rumzustöbern, Junge. Genau, der Gamschuh. Moment mal, diese Stimme. Oh nein, nicht der schon wieder. Du bist es. Eigentlich müsste ich nicht schon wieder sagen. Warum musst du überall dort auftauchen, wo etwas Übles passiert, Junge? Das sollte ich Sie fragen. Ist denn sonst niemand von der Polizei hier? Nein, ich sollte dich fragen. Warum hängst du denn hier rum? Hey, ich habe zuerst gefragt, warum sind Sie überhaupt... Gut, wir haben's kapiert. Warum vertragt ihr beiden euch nicht endlich? Hallo, ich deine beiden hier, Herr Gammelinspektor. Oh, du bist das Kleine. Eigentlich heiße ich Gamschuh. Inspektor Dick Gamschuh. Das ist die Gelegenheit für dich, es dir zu merken. Ja? Wenn dir dein Name zu lang ist, kannst du ihn dann doch Dick nennen. Okay, schön, es wiederzusehen, Inspektor Dick. ja. Ja, ich find's auch schön. Okay, was passiert ist? Inspektor Dick! Können Sie uns sagen, was passiert ist? Oder versucht ihr meinen Nachnamen zu merken? Ich heiße Gamschuh, okay? Jedenfalls hat der Dieb die sogenannte heilige Urne gestohlen. Oh nein! Das weiß ich schon! Oh, und nun, der Täter ist Musk de Musk. Das weiß ich auch schon! Inspektor, können Sie uns da etwas anderes sagen? Nun, ich schätze, ich schulde euch was irgendwie.
Das Verbrechen ereignete sich gegen 1.30 Uhr nachts. Wo wissen Sie das so genau? Wir haben einen Notruf von einer der Wachen am Tatort bekommen, Junge. Der Mann sagt, die Urne wurde gerade gestohlen. Mhm. Am Tatort? Sie meinen hier, oder? Falsch. Die Urne wurde im Kellerlager sorgfältig unter Verschluss gehalten. Kellerlager, hm? Und wer hat das Kellerlager bewacht? Dieser Kerl. Es ist allein seine Schuld, dass der Dieb entkommen konnte, Junge. Er löst einen Fall und schon hält er sich für einen Meisterdetektiv. Gut. Meisterdetektiv? Oh je. Hey, Inspektor Gabschow, was diesen Mask dem Mask angeht, ist er bekannt? Was? Machst du Witze, Nick? Mask dem Mask ist das Schärfste seit japanischen Küchenmessern. Okay. Manchmal ist ein Wachmann im Museum. Manchmal ist ein großer Braunbär, der ahnungslose Opfer erschreckt. Lol. BTF? Aber hinter diesen Verkleidungen steckt der wahre Mask dem Mask. Er ist also eine Art Meister der Verkleidung, hm? Und er interessiert sich nur für die größten Kunstwerke. Das gestern war sein fünfter Raub. Hätte Lordly Taylor kooperiert, dann hätte ich ihn diesmal erwischt. Wie, was? Dann wussten sie das aber heute, die Heilige Urne zu stehen? Oh, natürlich. Der Kerl schickt immer seine Visitenkarte, bevor er etwas stiehlt. Visitenkarte, hm? Das haben die im Fernsehen auch gesagt. Warum nennen sie ihn Meisterdetektiv? Weil er sich selbst so nennt, Junge. Habe ich mir nicht ausgedacht. Und wer? Und wie ist er so? Nun, wie ich schon sagte, Mask dem Mask hat bereits fünfmal zugeschlagen. Beim vierten Mal gelang es den Herren Meisterdetektiv, das Team gut zurückzuholen. Wow, wie beeindruckend. Ganz alleine? Ja, ich muss schon zugeben, vielleicht ist er tatsächlich so gut, wie er behauptet. Jedes Mal, wenn der Dieb eine seiner Visitenkarten schickt, schicken wir unsere Männer. Aber keiner von uns hat ihn je zu Gesicht bekommen. Hm. Aber der Herr Meisterdetektiv hat den gestohlenen Schatz zurückgeholt. Jedenfalls sieht er sich gerade am Tatort noch Hinweisen um. Das ist er also unten im Kellerlager. Hm. Ob wir uns da wirklich runtertrauen sollten? Hm. Ich bin gespannt, wer es ist und ob wir ihn schon kennen. Was ist das für eine Visitenkarte? Hier ist sie. Aber niemand zeigen, die ist streng geheim, klar. Was hat dieses Zeichen auf der Vorderseite zu bedeuten? Sieht ja lustig aus. Das ist die Mask-Emblem, Junge. Das ist sozusagen sein Zeichen. Es prangt auf allen seinen Visitenkarten. Das haben sie in den Nachrichten nicht erwähnt. Die können ja auch nicht alles wissen. Wir haben dieses Detail aus Ermittlungsgründen geheim gehalten. Anhand dieses Emblems können wir echte und unechte Visitenkarten unterscheiden. Ja, deshalb nehmen wir sie jetzt auch mit. Das ist logisch. Wenn man berühmt wird, gibt es überall Nachmacher. Alex! Wenn Sie noch etwas härter arbeiten, haben Sie bald auch Ihre eigenen Nachmacher. Immer danke, schätze ich. Ach, mal wieder nett. Na gut, ab in den Keller mit uns. Okay, die heilige Maya ist auch weg, oder die Amy. Ja. Wer oft da auch herkommt, hier läuft mir immer ein Schauer auf den Rücken. Das liegt bestimmt an der Klimaanlage, sie schützt die Kunstschätze, weißt du? Willkommen zu meinem kleinen privaten Bankett des Chaos. Hä? Hey? Hä, was soll denn das heißen? Okay. Leider ist mein Angebot gerade etwas dürftig, aber bitte, fühlen Sie sich wie zu Hause. Wer sind Sie eigentlich? Ruhe! Himmel! Jetzt verstehe ich, jetzt wird mir alles klar. Was verstehen Sie? Sorry! Die Wahrheit hat sich mir mal wieder elegant offenbart. Ein Anwalt und ein Medium, beide keine Meister ihres Fachs. Frech, der Typ. Nicht wahr? Das ist ja unheimlich. Wie kannst du das wissen? Stimme ich nicht auch noch zu? Ja.
Wie, fragen Sie? Ein Skeptiker würde sagen, wie heißt eigentlich warum? Ich reise durch Raum und Zeit und bade in Träumen. Wovon redet der? Ich verstehe nur Bahnhof. Aber lassen Sie mich zunächst einmal das tun, wie einem Gentleman geziemt. Und mich vorstellen, ich heiße Atme, Luke Atme. Meisterdetektiv. Oh, hi. Lass dich nicht einschüchtern, ich sag immer, so wie du Holz zugeschnitzt bist. Ich heiße Wright, Phoenix Wright, mit der Lizenz zu töten. Meisteranwalt. Und ich bin Maya Fey, Meistermedium. Und ich bin Polly Fey. Ich bin die Cousine der mystischen Maya, Meistermedium. Exzellent. Wollen wir mit unserem kleinen Spiel beginnen? Spiel? Spiel? Warum habe ich das Gefühl, dass der Kerl nicht alle Tassen im Schrank hat? Wegen dem irren Blick. Sie sind also wirklich so berühmt, wie Sie sagen? Natürlich. Für einen Anwalt wissen Sie aber erschreckend wenig von der Welt. Ich hätte nicht gedacht, dass mich jemand in dieser Stadt nicht kennt. Sehen Sie her. Ich bin Musk, dem Musks Erzfeind, der Meisterdetektiv Luke Atme. Aha. In diesem Augenblick halten zwei große Männer diese große Stadt in Atem. Ich und er. Der eine hat ein Bündnis mit der Dunkelheit, der andere mit den Engeln des Lichts. Oje, jetzt komme ich nicht mehr mit. Wovon redet er da nicht? Seit seinem ersten Verbrechen bin ich diesem Schurken auf den Fersen. Ich habe sein Vorgehen gelernt und konnte so seinen letzten widerlichen Raub vereiteln. Ich habe die Beute des letzten Diebstahls, das Porträt von Medjina, zurückgebracht. Das ganz alleine, ich habe es Maske wieder abgegeben.